Hallo, willkommen bei Conny Canarias. So, ich gehe jetzt mal hier am Boulevard ein bisschen die Restaurants ab. Hier haben wir das Café Del Mar. Hier kann man natürlich auch essen und man hat halt hier dann noch die Show mit dabei am Abend. Da wird also immer ein bisschen was Schönes geboten. Und man sitzt auch nicht schlecht. Abends vielleicht besser immer mal ein Jäckchen dabei haben, denn das kann hier schon mal schnell gehen, dass es dann etwas kühler wird. Ja, hier oben haben wir das Churrasco, aber das kann ich leider gar nicht empfehlen, weil da sind wir ganz böse auf die Nase gefallen und ja, kommt für uns nicht mehr in Frage. Aber wir haben hier ja noch nette andere Restaurants. Ah, übrigens habe ich fast vergessen, da drüben das Kabuki, das ist ja ein Japaner. Nicht gerade günstig, aber soll wohl nicht schlecht sein, aber wir waren auch noch nicht da. So, hier linke Hand, riesig große Terrasse, das ist das Pitos y Flautas. Gibt es auch schon sehr lange. Pitos y Flautas, hier haben wir die Karte. Also verschiedene Sachen. Natürlich sitzt man hier schön am Wasser. Chino Canton. Ja, den gibt es auch schon lange. Hola! Hier hat man natürlich überall den absoluten Meerblick. Und das ist B1, Tapas from the Sea. Das ist also jetzt, glaube ich, was Neues. Hier gibt es also auch viel Reisgerichte wie Paella. Und natürlich Meeresgetier. B1 Costa Meloneras. Ja, ist sehr schön gemacht. Hier die große Muschel. Austern und Champagner, wer es denn möchte. Sieht schön aus da drin. Geschmackvoll eingerichtet. Muy bonito. Dann haben wir hier Ceniza. Das ist das mit den gelben Sitzen mit den gelben Sofas. Wir werfen hier mal einen Blick auf die kleine Karte. Also auch Fisch, Fleisch, Pulpo, das ist Krake. Restaurante Ceniza. El Caldero, das ist El Caldero. Ja, hier sehe ich auch viele Reispfannen und die ganzen Unterteile von den Paellas. Also wird hier hauptsächlich Reis gegessen, Paella. Wir schauen mal hier auf die Karte. Ja, also auch die üblichen Vorspeisen. Krake galizische Art, Gambas al Ajillo, dann natürlich Salate, Fisch,
Fleisch und Paella haben sie eine ganze Menge hier. Also da kann man sich die richtige raussuchen, wenn man sowas möchte. El Caldero. So, das hier ist indisch, aber das ist nicht geöffnet. So, das gehört mit zum Grand Italia. Hier ist aber erstmal Eisdiele angesagt. Sieht sehr schick aus da drin. Aber ich glaube, die Preise sind auch nicht ganz billig. Schön eingerichtet. Und die Tische gehören mit zum Restaurant hier vorne, zum Grand Italia. Hier kann man dem Pizzamacher auf die Hände schauen. Auch immer wichtig, sowas. Und auch sonst guten Einblick in die Küche. Natürlich Fische frisch, Hummer. Ja, spezielle Pastas, Fischsalate, Fleisch. Also einmal quer durch. Ja, Grand Italia hat sich ganz schön ausgebreitet. Und das hier ist jetzt Next Opening, Proxima Apertura, Italo Tapas. Also ich nehme mal an, das gehört auch noch mit zum Grand Italia dazu. Also sind hier richtig viel Tische. Das Restaurant ist wahnsinnig groß. So, das war hier ein Durchgang am Boulevard del Faro. Ich habe euch mal die Restaurants so ein bisschen gezeigt. Und da könnt ihr ja dann selber mal ausprobieren und mir berichten. Würde mich freuen. Wenn ich da ein bisschen ein Feedback bekomme. So, und damit sage ich dann auch Tschüss und bis bald.